Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Kaum eine Sicherheitsbehörde hat in den letzten Jahren einen solchen Bedeutungszuwachs in Deutschland erlangt wie die Bundespolizei. Die Bundespolizei stellt in Krisen regelmäßig ihre besondere Expertise unter Beweis. Und sie wächst auch in Krisenzeiten besonders über sich hinaus. Und Expertise hat die Bundespolizei vor allen Dingen in einem Bereich. Das ist der Bereich der Durchsetzung der Ausreisepflicht, also der Bereich der Abschiebungen. Und weil das so ist, begrüßen wir Freie Demokraten es sehr, dass der Bund und ganz besonders die Bundespolizei mit diesem Gesetz neue Befugnisse im Bereich der Abschiebungen erlangt. Viele Menschen in Deutschland fragen sich, warum das nicht hinhaut, warum das nicht klappt, die Ausreisepflicht durchzusetzen. Und das liegt oftmals daran, dass es ein Zuständigkeitswirrwarr gibt zwischen Bund und Ländern. Wir meinen, es macht Sinn, dass eine Person, die aufgegriffen wird im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei, am Bahnhof, am Flughafen, dass dann die Bundespolizei die Abschiebehaft auch selbst beantragen und dann die Abschiebung vollziehen kann. Das ist der richtige Weg, das ist der richtige Schritt. Und wir hätten deswegen gerne heute dem Gesetz auch zugestimmt, auch als Zeichen der Wertschätzung für die wichtige Arbeit der Beamtinnen und Beamten. Das Problem ist, Sie verhunzen dieses schöne Gesetz mit der Einführung des Staatstrojaners. Sie verhunzen dieses schöne Gesetz mit der Einführung der Quellentelekommunikationsüberwachung. Und das machen Sie, obwohl im Innenausschuss ganz eindeutig gesagt worden ist, dass das mit der praktischen Arbeit der Bundespolizei überhaupt nichts zu tun hat. Wir haben eine Situation, föderales Sicherheitssystem, 16 Landespolizeien, 16 Landeskriminalämter. Und in dieser Situation führen Sie auf Bundesebene heute neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz auch noch bei der Bundespolizei den Staatstrojaner ein. Am Ende ist die innere Sicherheit so organisiert. Alle Behörden machen alles und sind für alles zuständig. Das ist die organisierte Verantwortungslosigkeit und führt nicht zu mehr Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen muss das heute abgelehnt werden. Und liebe Kollegen, der Staatstrojaner führt zu einem erheblichen Eingriff in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger, weil eben für diese Maßnahmen Sicherheitslücken offengelassen werden müssen in der digitalen Kommunikation aller Menschen in Deutschland. Und das ist ein massiver Eingriff in die digitale Kommunikation und ihre Vertraulichkeit. Und ich höre es ja schon wieder, wenn die Menschen sagen, ich habe doch nichts zu verbergen. Lassen Sie Ihnen gesagt sein, wer nichts zu verbergen hat, der hat ein verdammt trauriges Leben. Und deswegen schützen wir die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger vor diesem Staatstrojaner, der so nicht eingeführt werden darf. Meine Damen und Herren, Sie machen hier ein Riesentheater, bringen das hier auf den Weg für eine Maßnahme, die am Ende kaum eingesetzt wird, wo massive Auswirkungen für die IT-Sicherheit und die Bürgerrechte entstehen. Und wir haben ein jahrelanges Theater vor dem Bundesverfassungsgericht vor uns auf dem Rücken der Beamtinnen und Beamten und auf dem Rücken der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Heute führen Sie den Staatstrojaner ein für den Verfassungsschutz und die Bundespolizei. Heute ist ein schwarzer Tag für die Bürgerrechte. Heute ist ein schwarzer Tag für die IT-Sicherheit. Heute ist ein schwarzer Tag für die Glaubwürdigkeit der SPD, die das eigentlich nicht wollte. Und heute ist vor allen Dingen ein schwarzer Tag, weil das die letzte richtige innenpolitische Debatte in dieser Legislaturperiode ist. Eine Legislaturperiode ohne Überwachungsgesamtrechnung, ohne periodischen Sicherheitsbericht, ohne GETAZ-Gesetz, ohne Musterpolizeigesetz und ohne eine Strukturreform der Sicherheitsarchitektur. Es gibt viel zu tun in der nächsten Legislaturperiode im Bereich der Innenpolitik. Vielen Dank. Danke sehr. Das Wort geht an